Ein durchgezündeter Beischlaf. Ich, ein altmodischer, immer noch Mann, traf unlängst auf ein durch und durch durchgezündetes weibliches Wesen. Frau, darf ich ja nicht mehr sagen, denn Frau würde dieses Wesen in eine ganz bestimmte Rolle zwängen, nämlich in die einer Frau. Und das würde dieses Wesen in seinen Entfaltungsmöglichkeiten erheblich einengen. Also, in einem Café traf ich auf dieses weibliche Wesen. Woher ich wusste, dass dieses Wesen weiblich war? Nun, es hatte so gewisse weibliche Attribute, wie einen ausladenden Busen. Ach, verzeiht, Busen darf ich ja nicht sagen. Der Busen ist ja männlich. Also muss ich sagen, Brüste, das drückt ja die Wirklichkeit ohnehin besser aus. Denn dieses Gehänge da vorne an der Brust eines weiblichen Wesens hängt ja zu zweit, also in der Mehrzahl. Und dazu breitete sich ein breites, breit geschwungenes Becken auf dem Sitzfleisch und Stuhle aus, sodass ich mit meiner zurückgebliebenen, wie gesagt, altmodischen Sichtweise der Dinge schloss, dass es sich um eine Frau, Verzeihung, ein weibliches Wesen handelte. Jedoch gewisse Kleidungsstücke machten mich dann doch etwas stutzig. Halb hohe, scharfhackige Stiefeletten, eng anliegende Hosen, eine fast männlich geschnittene Jacke. Nun, das alles war mir im Augenblick nicht so wichtig. Ich suchte ja keine Partnerin oder Lebensgefährtin, sondern nur einen Stuhl, auf den ich mich setze und dann in aller Ruhe an meiner Tasse Kaffee nippen konnte. Da sonst kein Tisch und kein Stuhl frei waren, setzte ich mich an diesen oder ihren Tisch. Vorher fragte ich jedoch mit einem altmodischen »Darf ich?« an. Sie hob kurz die Hand, was ich als Einwilligung interpretierte. Nun, wie das so kommt, kamen wir auf irgendeine Weise ins Gespräch. Im Verlaufe dieses Gesprächs wurde mir langsam bewusst, dass sie eine andere Sprache sprach als ich. Eine mir völlig neue Sprache. Ich verstand wohl die meisten Wörter, soweit sie noch Deutsch waren, doch schien dieses Wesen ihnen eine andere Bedeutung zu geben. Als wir mal kurz die französische Revolution streiften, sagte sie, Freiheit, Gleichheit und Schwesterlichkeit. Oh, da stutzte ich wohl ein wenig und meinte, nicht recht gehört zu haben. Doch dann häufte sich der eigenwillige Gebrauch von Wörtern, der mir ungewohnt war. Da ich nicht wie sie durch den Genderwolf gedreht worden war, so sprach sie zum Beispiel von Deutschland, das einmal das Land der Dichter und Denker gewesen war, nur mehr vom Lande der Denkenden und Dichtenden. Auch gab es für sie in diesem durchgegenderten Land keine Studenten und keine Studentinnen mehr, sondern nur noch Studierende. So nebenbei erwähnte sie, ich mag die Amerikaner nicht, jedoch mag ich die Russen. Oh, das wunderte mich. Denn offiziell musste man in diesem Land, ich meine Deutschland, doch wie ich inzwischen mühsam umlernte, sollte man das Wort Deutsch so oft wie möglich meiden, da das zu rechtspopulistisch ist.
Wenn ich also im folgenden Heimatland sage, meine ich natürlich immer noch das alte Deutschland, Frankreich sollte man ja auch nicht mehr so oft in den Mund nehmen, denn darin verbirgt sich das verpönte Wort Reich. Man sollte also besser Frankland sagen. Verzeihung die kleine Abschweifung, doch heutzutage muss man jedes Wort erst einmal einige Male im Mund umdrehen und mit der Zunge abtasten nach Nazi-Vergangenheit oder Gendergerechtigkeit, ehe man es vorsichtig dumm ausspuckt. Nun zurück zu den Amerikanern und Russen. Das Wesen erklärte mir: Eine Amerikanerin wird vom Amerikaner abgeleitet, indem man die Endung in anhängt. Das weist auf eine Abhängigkeit der Frau vom Manne hin. Denn ohne den Amerikaner gäbe es keine Amerikanerin. Denn woran sollte man denn das in für die Frau anhängen? Außerdem geht das alles auf dieses frauenfeindliche Buch, die Bibel, zurück, wo Gott erst den Mann schuf und aus ihm mit einer Rippe die Frau, um sie so auf ewig als zweitrangig zu brandmarken und sie dem Manne unterzuordnen. Und wie ist das mit den Russen, fragte ich. Die Russen sind mir deshalb sympathischer, weil bei ihnen die Frau gleichberechtigter ist. Wieso? Fragte ich verwundert. Siehst du das nicht? Nein. Weil eine Russin nicht vom Manne abgeleitet wird. Sie wird aus dem Stammwort Russ gebildet und nicht aus der Rippe des Adams. Der Mann ist ein Russ. Und die Frau ist eine Russin. So ist keiner dem anderen unter- oder übergeordnet. Also sind beide gleichberechtigt. Ach, so ist das. Wie die Welt auf einmal anders aussieht, wenn man ein wenig von Grammatik versteht. Ja, sagte sie, deshalb mag ich die Russen lieber, weil ich bei denen eine Frau Russin ist und keine Russerin. Mir blieb die Sprache und die Spucke weg. Und an so etwas hätte ich mein ganzes Leben lang nie gedacht. Völlig ahnungslos hatte ich diese Wörter gebraucht, ohne mich auch nur ein einziges Mal ihrer diskriminierenden Einflusses auf das gesellschaftliche Leben und der Ungerechtigkeit den Frauen gegenüber bewusst zu sein. Da ich sehr wenig Englisch verstehe, das weibliche Wesen mir gegenüber noch mehr englische als deutsche Wörter verwendete, nur die unbedeutenden Bindewörter wie und, aber, denn waren noch deutsch und dienten nur mehr dazu, die englischen Wörter miteinander zu verbinden. Während sie an ihrer Tasse nippte, musste ich immer wieder heimlich unter dem Tisch in meinem Handy nachsehen, was dieses oder jenes englische Wort bedeutete. Gender. Was heißt das eigentlich? Mein handliches Handy klärt mich auf. Es kommt aus dem Englischen und heißt ganz einfach Geschlecht. Doch im weiteren Verlauf mit meinem weiblichen Gegenüber erfuhr ich, dass ein einfaches Geschlecht einfach kein Geschlecht mehr war, sondern so vielschichtig und vielbedeutend, dass es mich ganz verwirrte. So wusste ich gar nicht, dass es neben dem grammatikalischen auch ein soziales Geschlecht gibt. Das Wesen begnügte sich jedoch nicht mit dieser einfachen Unterscheidung, sondern weitete das ins Unendliche aus. Es gibt viele Geschlechter,
das Grammatikalische, das Juristische, das Soziale und so nebenbei auch das biologische Geschlecht. Das wusste ich nicht, obgleich ich mich schon recht lange auf dieser Erde herumtreibe, war mir das bisher nicht bewusst geworden. Und ich schämte mich im Geheimen vor ihrem umfangreichen Wissen um all die neuen Geschlechtermöglichkeiten. Da eröffnete sich mir ein ungeheures neues Feld. Sie, das Wesen vor mir, erkannte sofort scharf meine totale Unwissenheit auf dem Gebiet der Genderwissenschaft und riet mir, du solltest etwas Gender-Studies betreiben. Was, fragte ich bewundert? Geschlechterstudien, klärte sie mich auf. Später hatte ich mich noch ausführlicher darüber informiert. Also rein naturwissenschaftlich lassen sich zwei biologische Geschlechter verifizieren, das heißt feststellen. Doch da nun die Geschlechter fließend sind, darf man das nicht mehr feststellen, sondern muss es fließen lassen. Es gibt also nur mehr fließende Übergänge von einem Geschlecht zum anderen. So sagte das weibliche Wesen zu mir, am Morgen beim Erwachen kannst du dich noch einigermaßen klar als Mann fühlen, weil dir das deine morgendliche Erektion so einredet. Im Laufe des Tages jedoch, wenn du diese Erektion im Trubel des Verkehrs nicht mehr aufrechterhalten kannst, beginnst du dich dann als Frau zu erleben. Dann fließt du in die geheime Frau über, die du schon immer in dir trugst. Und am Abend bei einem Glas Bier weißt du dann nicht mehr, was du wirklich bist. Das Geschlechtsgefühl wird immer schwankender, je mehr Bier im Bauch schwappt. Sie klärte mich auf. Die sozialen Rollen von Mann und Frau sind einfach Entwicklungsanomalien des Menschen, die rückgängig gemacht werden müssen. Wieso, fragte ich. Damit der Mensch sich endlich befreien kann aus den Geschlechterzwängen. Na und dann? Erst dann wird er glücklich sein können. Ah, so ist das. Nun gut, ich will die Geschichte nicht durch Geschlechteranalysen unnötig in die Länge ziehen. Wir landeten schließlich, wie das so üblich ist, in ihrer kleinen, gemütlich eingerichteten Wohnung. Doch während wir uns auszogen, um erst einmal ein entspannendes Bad zu nehmen, klärte sie mich weiterhin auf. Ich gebe zu, es gibt so etwas wie ein natürliches, unabänderliches Geschlecht, mit dem man geboren wurde. Nun, doch nun gibt es das Gender, also sozial ausgehandelte, veränderliche Konzept. So hat nun jeder die Freiheit, sich als das zu fühlen, als was er sich fühlen will. Frau oder Mann oder beides. Oder keins von beiden? Ist das nicht ein ungeheuer befreiendes Gefühl? Während ich ihr die vollen Tröste einseifte, gestand ich, das ist mir bisher in meinem Leben als Mann nie in den Sinn gekommen. Ich stehe morgen als Mann auf, durchlebe den Tag als Mann und lege mich am Abend als Mann ins Bett. Da lächelte sie nur. Ja, weil dir das bisher niemand gesagt hat. Dein Glied wurde dir von der Natur angehängt. Doch sollte dich das nicht dein ganzes Leben lang als Mann definieren. Genderfreiheit ist das Höchste im menschlichen Leben. Während ich ihr den durch krass fett gestellten Rücken abtrocknete,
quälte ich mir diesen ungewohnten Freiheitsgedanken ins Hirn, obgleich sich dieses gegen diesen neuen Gedanken sträubte. Doch da der Körper durch das warme Bad schon recht ausgiebig erotisiert war, begann er langsam das Denken niederzuringen. Schließlich lagen wir nackt nebeneinander im Bett. Da schwebte die entscheidende Gretchenfrage über uns im halbdunklen Raum. Als was sollen sich unsere Leiber nun vereinen? Als Mann oder Frau? Als zwei Frauen oder zwei Männer? Oder sollten wir nun die Geschlechterrollen tauschen? Ich, der gegenderte Mann, liege als Frau unten und sie als gegenderter Frau Mann auf mir. Ich fragte sie, als was fühlst du dich im Augenblick? Warum fragst du, sagte sie. Ich muss es wissen, damit ich mich dem anpassen kann und dementsprechend meine Rolle wechsle. Ich als Schauspieler kann das leicht machen. Soll ich die Mann sein oder doch lieber Frau? Und du spielst den Mann. Wechseln wir erst einmal die Stellung. Dieses Nebeneinanderliegen ist zu genderneutral. Ich besteig dich mal kurz. Das erleichtert mir dann die Entscheidung darüber, ob ich mich als Mann oder Frau fühle. Nun, ich wollte mit dir schlafen, denn ihr Körper war im Fitnessstudio wunderbar durchgearbeitet. Die Arschbacken waren so richtig knackig. So wollte ich keine langen Diskussionen darüber führen, wer oben oder unten liegen sollte. Das war mir einerlei. Ich wollte nur, dass unsere von der Natur vorgegebenen Schamteile ihrer natürlichen Vereinigung zustrebten und mein Glied den Weg in ihre natürliche Scheide fände. Zum Glück umnebelte der Sinnenrausch unser Hirn in genussvoller Weise derart, dass das Denken aufgab und sich ins warme Bad reinen Genusses sinken ließ, der kein kompliziertes, gendergerechtes Denken mehr zuließ. So fragte das Denken nicht mehr, ob es sich nun als Frau oder Mannfrau oder Frau-Mann fühlte. Es war reiner, fragloser Fleischesgenuss, ohne störende Einflüsterungen eines Genderdenkens. Doch als ich dann der Sinnesrausch abkühlte und langsam rauchte, gewann das Denken wieder die Oberhand. Als wir dann am Frühstückstisch saßen, ach doch nein, ich musste den Tisch, der ja grammatisch männlich ist, durch die gendergerechte weibliche die Tafel ersetzen. Die Fläche für die Teller und Tassen wurden dadurch jedoch nicht größer. Nun begann das durchgegenderte Hirn wieder seine genderbefreiende Zersetzungsarbeit. So musste der Käse im Kühlschrank bleiben, weil er zu männlich war. Die Butter jedoch durfte heraus, denn die war ja genügend weiblich. Kaffee wurde keiner gekocht, da der männlich war. So musste ich die weibliche Milch trinken, obgleich ich keine Milch mag. Nicht aus Abneigung gegen Frauen, sondern an sich mag ich keine Milch, auch wenn sie von einer weiblichen Kuh kommt. Doch es gibt ja genügend weibliche Lebensmittel, die man sich auf das neutrale Brot schmieren oder legen konnte. So die Marmelade, die Wurst. Der Honig jedoch war von der Tafel verbannt, obgleich ich Honig mag. Natürlich musste ich die Tafel ab
räumen und dann das Geschirr waschen. Denn hätte ich das dem weiblichen Wesen überlassen, dessen durchtrainierter Körper ich eine Nacht lang genossen hatte, wäre das ein gewaltiger Rückfall in die alten Geschlechterrollen gewesen. Und das wollte ich vermeiden, um dem Wesen zu zeigen, dass ich noch lernfähig war und das gendergerechte Denken wenigstens in einigen Details mitgekriegt hatte. Als ich sie oder es kurz vor dem Abschied fragte, »Willst du meine Freundin sein?«, reagierte sie empört. »Was fällt dir ein?« »Ich verstand nicht. Was ist daran so schlimm?« »Du verstehst immer noch nicht. Freundin kommt von Freund. Das Grundwort ist der Freund, also männlich. Die Endung in ist ein Anhängsel am Freund. Ich aber will kein Anhängsel sein.« »Na was dann?« »Bestenfalls eine Geliebte. Dann ist der Stamm das Grundwort geliebt. Daran kann man dann die entsprechenden gleichberechtigten Endungen er, o oder in anhängen. Geliebter, Geliebte. Ohne eine Unterordnung des einen unter den anderen zu verursachen.« Nun, sagte ich an der Wohnungstür, einverstanden. Solange es nur um Endungen geht, will ich nicht streiten. Die Nacht mit dir war großartig. »Und?«, fragte sie neugierig, »wie hast du dich gefühlt?« »Als Mann, großartig!« Da warf sie mich hinaus und schlug die Tür hinter mir zu. Nun, das war mein durchgezenderter Beischlaf mit einer durchgezenderten Zenderin.